Hallöchen Leute, hier ist euer Deagle. Herzlich willkommen zurück zu Pokémon Schild. So, und bevor ich jetzt hier weitermache, gibt es etwas, das ich eigentlich schon von einer ganzen Weile machen wollte. Moment. Achso, sorry. Ich stoße hier gerade überall dagegen. Das wollte ich jetzt eigentlich noch nicht machen. Ding startet. Unaufgefordert. So. So, den Controller lege ich jetzt einmal dahin. So. Geheimgeschenk. Und zwar. Yay! Happy Musik. Wir machen einen Ausflug. Ihr müsst wissen, ich gehe sehr, sehr viel zu Fuß. Na, Oh, da hat man ja was gehört aus dem Controller, aus meinem Pokéball Plus. Was da wohl drin ist? Da bin ich jetzt ja mal gespannt. So ein Pokéball Plus ist übrigens nicht gerade günstig. Kostet immer noch so 43 Euro Mediamarkt. Eigentlich ist der für Pokémon Let's Go Pikachu und Evoli gedacht. Gab ja auch den dann in so einem Paket dabei. Hier gibt es dann wohl ein Geheimgeschenk. Schon eine sehr coole Sache. Oh, da ist es ja schon. Hey, es ist ja ein Mew. Wer hätte das gedacht? Du erhältst ein Mew. Dann gucken wir doch mal in unsere Pokémon-Box. Wieso ist denn das jetzt in der Box gewesen? Ah, hier, Box 1. Ein Mew auf Level 1. Mit einem neutralen Wesen, wirklich. Zaghaft. Neutrales Wesen. Ist jetzt nicht so schlimm, aber wir haben ein Mew. Mew. Ja. Mew, die Mutter aller Pokémon, heißt ja immer. Das gibt es in Pokéball Plus. Wie gesagt, das Ding ist teuer wie Sau. Ne? Und da 43 Euro für Mew auszugeben, macht natürlich nicht jeder. Auf der anderen Seite würde ich gerne das mit dem Pokéball Plus probieren, Pokémon dahin transferieren, weil dann kann man den nämlich für einen Ausflug mitnehmen. Und ich gehe sehr, sehr viel zu Fuß, zur Arbeit, auf der Arbeit auch. Und dann lohnt sich das tatsächlich. Da bin ich mal gespannt, was man damit so alles machen kann. Aber wir wollen jetzt hier natürlich erkunden, was hier in dem Stadion los ist. Oh, was macht das denn hier? Huch, na wenn das nicht... Oh, der Champ! Gut, dass du hier bist. Was ist hier los? Was für eine lässige Begrüßung. Als unser neuer Champ ist ja noch eine Nummer größer als die Dynamax-Pokémon. Also ich war gerade mitten am Schaukampf mit Ness, als plötzlich dieses Dynamax-Pokémon ins Stadion geplatzt ist. Und sein Trainer war weit und breit nicht zu sehen. Wir haben uns sofort um die Evakuierung der Zuschauer und des Personals gekümmert. Ja. Okay, jetzt sollten auch alle Zuschauer aus der Nordkurve des Stadions in Sicherheit sein. Ihr habt es wahrscheinlich schon gehört, dass deine Pokémon tobt noch immer umher. Danke für deine Hilfe. Ich wusste, wir können auf dich zählen. Du bist echt ein herausragender Arena-Challenger. Tja, und trotzdem habe ich im Vorturnier den Kürzeren gezogen. Ach, Deagle, ich bin noch diesen beiden Clowns gefolgt und habe ich gesehen, wie sie ins Stadion von Turfield stolziert sind. Ich wollte sie noch weiter folgen, aber dann ist hier plötzlich Chaos ausgebrochen. Da musste ich einfach helfen. Leider habe ich die beiden natürlich völlig aus den Augen verloren. Tut mir echt leid. Ich würde ja zu gerne mehr über diese beiden merkwürdigen Gestalten erfahren. Aber zuerst müssen wir dafür sorgen, dass dieses Dynamax-Pokémon sich wieder beruhigt. Wir haben es hier mit einem ziemlich starken Gegner zu tun, Deagle. Als Champ wirst du uns doch sicher zur Seite stehen, oder? Aber klar doch. Alles klar, dann auf zum Kampfplatz. Schätze, ich bin auch dabei. Das Pokémon trifft zwar keine Schuld, aber es geht mir trotzdem gegen den Strich, dass es mir die Show gestohlen hat. Als Bruder des ehemaligen Champs bist du doch auch mit von der Partie, oder? Ich weiß nicht, ob ich eigentlich eine große Hilfe sein werde. Gut möglich, dass ich euch eher ein Klotz am Bein bin. Also, ich kenne deinen Bruder zwar kaum, aber ich bin mir sicher, dass er sich nicht so leicht von seinem Weg abbringen lassen würde. Obwohl er sich zugegebenermaßen ziemlich oft verläuft. Kommst du? Na schön. Ja.
Ness kann wohl einfach nicht anders. Er ist ihm durch und durch ein großer Bruder. Los, wir sollten die beiden nicht warten lassen. Ja, und jetzt bestreiten wir einfach so einen Raid. Oh yeah. Aha. Huial. Okay. Setzen wir Drachenklaue ein. Komm, deiner Flora. Auf in Intellion. Yep, ein Klotz am Bein. Aha. Verteidigung steigt stark. Okay. Blattgeißel. Volltreffer. Danke dir, deiner Flora. Knirscher. Oh, wir können das dann gar nicht fangen. Lustig. Beleber. Puh, das wäre geschafft. Dieses Dynamax-Zeug ist mir einfach nicht geheuer. Einfach nicht geheuer. Bist nach wie vor kein Freund von Dynamax-Phänomenen. Wie? Aber in diesem Fall kann ich es nachvollziehen. An dieser Dynamax-Mimung eben war etwas faul. Es war keine Spur von seinem Trainer. Außerdem konnte früher seine eine Kraft nicht richtig kontrollieren. Das hat fast schon verwirrt auf mich gewirkt. Stimmt. Für gewöhnlich Dynamax-Mimung sich ein Pokémon, indem es auf ein Dynamax-Band reagiert. Die Harmonie zwischen Trainer und Pokémon wurde durch irgendwas gestört. Hast du irgendetwas Ungewöhnliches gespürt, Deagle? Ich glaube ja. Was das auch merkt, dass irgendwas nicht in Ordnung war. Jedenfalls lässt sich sein Trainer hier nach wie vor nicht blicken. Eine äußerst rätselhafte Sache. Ich werde dafür sorgen, dass man sich im Stadion von Teufel gut um Fuyal kümmert. Vielen Dank nochmal für eure Hilfe, Leute. Ihr habt mir echt das Apache geholfen. Deagle, falls du jemals meine Hilfe brauchst, dann lass es mich wissen, okay? Ohne seltene Liga-Karte. Oha, oha, du hast unserem Dynamax-Schauspiel doch tatsächlich ein Ende bereitet. Oha. Oha. Wie erwartet hat der Champ der Pokémon ja nichts Besseres zu tun. Hier steckt ihr zwei also. Gebt uns das rostige Schwert und zwar sofort. Oha. Oha. Mir ist neu, dass es sich dabei um dein Eigentum handelt. Und selbst wenn das so wäre, wir geben dir gar nichts zurück. Bei euch piept's wohl. Kommt auf der Stelle da raus. Was habt ihr überhaupt hier zu suchen? Ich dachte, alle Zuschauer und das Personal seien aus dem Stadion evakuiert worden. Derlei Vorschriften gelten nur für den Pöbel. Unser Eins betrifft das nicht. Ganz genau, denn wir sind berühmt. Hä? Dass jemand mit solch einer absurden Frisur wie du das nicht begreift, wundert mich kein bisschen. Mein geschmacksverirrter Freund. Und erst dieser absonderliche schwarz-weiße Look. Skandalös, nicht wahr, Bruder? Mir doch egal, was zwei unverschämten Ratten wie ihr von mir halten. Wie dem auch sei, unser Experiment war ein voller Erfolg. Gewiss doch, als nächstes sollten wir versuchen, noch stärkere Pokémon zu Dynamaximieren. Gewiss doch, und zu guter Letzt enthüllen wir die wahre Natur von Sakian und Zamazenta. Was habt ihr mit Sakian und Zamazenta vor? Sperrt die Lausche auf, verachtenswerter Champ. Wir werden ab sofort ein Dynamax-Pokémon nach dem anderen Amok laufen lassen. Wenn du uns aufhalten willst, solltest du dich besser an unsere formschönen Fersen heften. Die berühmtesten Fersen, die ihr je zu Gesicht bekommen werdet. In diesem Sinne, Adi! Also ist dieses ganze Chaos auf eurem Mist gewachsen? Hey, bleibt gefällig stehen! Ihr könnt doch nicht einfach abhauen. Immer in der Ruhe, Hopp, du darfst nicht gleich den Kopf verlieren.
Ja, aber die zwei machen die Biege. Wir müssen sie doch aufhalten. Sie können uns geradewegs in einen Fall locken. Wir sollten ihnen nicht blindlings nachlaufen. Aber... Oh, na schön. Du hast wahrscheinlich recht. Gut, dann atmen wir jetzt alle mal tief durch und beruhigen uns. Aus dem wirren Gebrabbel dieser beiden Typen können wir zumindest schon mal schließen, dass sie das Pokémon zu deiner Maximierung gezwungen haben. Und sie wollen dasselbe mit anderen Pokémon machen. Das dürfen wir nicht zulassen. Ganz meine Meinung. Das rostige Schwert kümmern wir uns später. Jetzt müssen wir erstmal was gegen diese Typen unternehmen. Die Eagle-Nest, die schnappen wir uns. Ah, da bist du ja, Eagle. Es herrscht das reinste Chaos. Die massive Gala-Partikel in Turfield hatten sich gerade normalisiert. Wir schlagen die Detektoren in den Stadien von Kilton und Engine City wie verrückt aus. Erzähl mir doch erstmal, was hier genau passiert ist. Was denn? Dann wechseln wir das Pokémon. Erzähl, was passiert ist. Machst du es mit drei? die beiden Clowns stecken dahinter. Oh, Sania. Nu, was machst du denn hier, Hopp? Und Ness, du bist auch da. Das bringt dich ins Turfield-Stadion. Sollst du nicht in Spikeford sein? Warum? Als ehemaliger Arena-Leiter kann ich mich ja wohl herumtreiben, wo ich will. Aber egal jetzt. Sind etwa auch in anderen Städten Dynamax-Pokémon ausgetickt? Ganz genau. Aus den anderen Städten erreichen mich ähnliche hohe Werte wie jetzt aus Turfield. Dann könnte auch Mary in Gefahr sein. Keine Sorge, in Spikeford scheint momentan alles noch im Blut zu sein. Bisher schlägt der Detektor nur für Kilton und Engine City aus. Oh, verstehe. Wir können auf keinen Fall tatenlos rumstehen und Däumchen drehen, während diese Typen wahllos Pokémon zur Dynamax-Mion zwingen. Das siehst doch auch so, oder, Diggle? Schon, aber dazu müssen wir erstmal wissen, wo sie überhaupt stecken. Das Ausspielen der beiden Clowns könnt ihr mir überlassen. Wenn ich Augenzeugenberichte aus dem Internet abgleiche, sollte ich ihren Aufenthaltsort relativ leicht ermitteln können. Damit lassen wir die Recherche, Sanja, stimmt's? Wir sollten derweil die anderen Stadien nach den beiden durchkämmen. Ja. Okay, Svenja kocht wieder Curry. Boah, lass mich doch. Dankeschön. Ich will ja nur meine Pokémon heilen. Was reden die an jetzt hier mit Champ an? Ey, das ist ja cool. Falsch herum, so. Jetzt gehen wir nach Kilton. Dann nach Engine City. Ich werde jetzt hier Reflex nach vorne holen. Das ist dann bestimmt Kate. Haltet lieber etwas Sicherheitsabstand, Leute. Da drin ist es gerade ziemlich gefährlich. Wir wissen schon, was hier los ist. Sind die Zuschauer und das Personal in Sicherheit? Ja, gerade eben haben wir die letzten evakuiert. Ihr seid schon eine interessante Truppe. Ich hätte nicht gedacht, dass ihr drei euch mal zusammenschließen würdet. Das ist gerade wirklich relevant? Wir sind hier, um zu helfen. Hilfe können wir wirklich gut gebrauchen. Dieses Sanax-Pokémon ist so unfassbar stark. Zusammen mit euch wäre ich um einiges zuversichtlicher. Packen wir es an. Oh, ein Garados. Ja, gut, Garados, das hast du halt doppelt Probleme, ne? Okay, Dynamax, deiner Gewitter. No.
Deine Flut. Oh, Kamalm hat da ganz schön kassiert. Warum setzt du immer ineffektive... Also... Ja, mal 4. Euch ist es zu verdanken, dass niemand verletzt wurde und wir die Lage wieder im Griff haben. Wir werden uns hier im Kirtenstein um das Pokémon kümmern, bis es sich wieder erholt hat. Ach, noch was, Stiegel. Sollte sich jemals meine Hilfe benötigen, kannst du immer auf mich zählen. Yep, die seltene Liga-Karte von Kate. Also, man sieht sich. Vielen Dank nochmal für eure Hilfe. Zum Glück wird jetzt hier nicht mal so eine ewig lange Ansprache gehalten. Das heißt, wir müssen jetzt einmal wechseln auf... Tektas. Hoppala. Und dann gehen wir ins Engine-Stadion. Und hier müsste es sich ja um ein Feuer-Pokémon halten. Sieh an, der Champ und Nessunop hast du auch gleich mitgebracht. Oh, sie ansichern mich, Kabu, das freut mich total. Aber klar doch, immerhin habe ich mit großem Interesse verfolgt, was für eine grandiose Leistung ihr beiden bei eurer Arena-Challenge hingelebt habt. Ich glaube nicht, dass wir gerade Zeit für ein gemütliches Schwätzchen haben. Du hast natürlich recht, die Lage im Stadion ist nämlich sehr ernst. Genau deshalb sind wir hier. Vorhin, ich hatte mir schon den Kopf darüber zerbrochen, wie ich es alleine mit solch einem starken Gegner aufnehmen soll. Aber mit euch an meiner Seite brenne ich gerade dazu auf einen Kampf. Dann mal los! Oh, ein Kuttel. So, ein riesengroßes Tektas. Oh, hier macht das tatsächlich... Oh, es ist sehr effektiv. Wow, das hält ganz schön was aus. Und dann führt das zu Regen deiner Brand gegen Intellion. Ständiger Wechsel. Und dann eben deine Flut, was den Rest erledigen wird. Das ist sehr effektiv. Volle Breitseite.
Sieht ganz so aus, als hätten wir gerade nochmal ein großes Unglück verhindern können. Das Pokémon kann sich vorerst hier im Stadion etwas erholen. Ach, und Diegel, wenn du mal Hilfe brauchst, bist du mal hier an der richtigen Adresse. Coole Sache. Ja, ich verstehe schon. Ihr müsst doch woanders nach dem Rechten sehen, wie? Dann mal los, ihr jungen Hüpfer. Viel Glück. Piep, piep, piep. Ist das dein Smart-Rot, um das er klingelt, Diegel? Diegel, wir haben ein Problem. Die beiden Clowns sind im Pokémon-Labor aufgetaucht. Was? Seid ihr alles okay bei dir? Und dann nerven mich die zwei nur rigoros damit, dass sie die Wunschsterne haben wollen. Noch kann ich sie in Schach halten, aber könntet ihr trotzdem schnell hier vorbeischauen? Okay. Na, ah, los gehen wir zum Pokémon-Labor. Ja, gut, wenn sie wieder anfangen mit, ne? Schauen wir mal, was die da im Pokémon-Labor wollen. Das Pokémon-Labor in Brassbury. Alles so happy. Happy, 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 happy. Uns können sie nichts vormachen. Dafür sind wir viel zu berühmt. Unser Gespür sagt uns, dass die Wunschsterne, die Rose gesammelt hat, sich in diesem Labor befinden. Unser Gespür lügt nie. Diese Schätze sind viel zu wertvoll, um sie den schmutzigen Händen des Pimmels zu überlassen. Also her damit, wird's bald. Es hat die Tatsache, dass sie sich für berühmt halten, mit den Wunschsternen zu tun. Ich kann mir nicht erklären, woher sie von dem Wunschstern im Labor wissen, aber wir werden sie ihnen ganz bestimmt nicht aushändigen. Ganz recht, es ist offensichtlich, dass sie den wahren Wert der Wunschsterne nicht begreifen. Folglich sollten sie die Finger von ihnen lassen. Du meine Güte, was sollen wir denn nun tun, Brüderchen? Wirklich unfassbar, was wir hier erdulden müssen, mein lieber Bruder. Wenn hier jemand etwas erdulden muss, dann wohl die beiden Professorinnen. Komm, ich werde nicht zulassen, dass sie wieder Pokémon gegen ihren Willen deine maximiert. Das rostige Schwert könnt ihr auch gleich wieder rüberwachsen lassen. Oha! Oha! Wir waren uns so sicher, dass der Champion aufkreuzen will. Aber jetzt müssen wir uns mit dem Verlierer zufrieden geben? Ich schätze, er hat seine vernichtende Niederlage gegen uns bereits vergessen und möchte erneut in Grund und Boden gestampft werden. Hey, lass dich ja nicht von diesen zwei Clowns zerbuttern. Ganz meine Meinung. Diese eine Niederlage darf dich nicht so aus der Bahn werfen. Oh, okay. Nicht unterkriegen lassen. Danke, Diegel, du hast recht. Lass uns diesen Pappnasen mal den Weg zur Tür zeigen. Pappnasen? Du wagst es uns, Pappnasen zu nennen? Das ist der Gipfel der Unverschämtheit, mein lieber Bruder. Ich hab keine Lage, darf dich nicht so aus der Bahn werfen. Oh, okay. Nicht unterkriegen lassen. Danke, Diegel, du hast recht. Lass uns diesen Pappnasen mal den Weg zur Tür zeigen. Pappnasen? Du wagst es uns, Pappnasen zu nennen? Ja. Diesmal haben wir unsere Kampferprob-Pokémon mitgebracht. Dieses Kräftemessen wird auf einem anderen Niveau stattfinden. Ja. Doppelkampf. Kampf erprobt, ja. Ja, so viel dazu. Uff. Harter Durchstoß gegen mich. Tja, Infernopod muss ja eigentlich auch nur ein paar rausnehmen. So, und jetzt einmal bitte Rückzug.
Duokles. Uff, Close Combat. Ein Volltreffer. Volle Breitseite. Ich müsste mir mal so die Sounds von Pokémon Stadium holen, von dem Kommentator, und dann jedes Mal einspielen und lassen die Videos nachträglich bearbeiten. Das wäre sehr lustig. Kann ich mir vorstellen. Da, da, da. Wenn er jetzt einmal wieder Tektas rausschickt. Klick die Klack. Oh, Tesorio. Ha. Klick die Klack könnte mich rausnehmen. Ah, Präzisionsschuss, schneller. Ah, oh, hätte ich das gewusst. Was? Klick die Klack ist nicht schneller. Uff. Gangwechsel. Uff. Klick die Klack, setzt Schutzschild ein. Ah, cool. Tja, kampferprobte Pokémon. Hm. So viel dazu. Bruder, eine äußerst unglückliche Situation. Brüderchen, das muss ein Irrtum sein, findest du nicht? 24.000. Mehr habt ihr reichen Pinkel nicht dabei. Geht doch, wir haben gewonnen. Aber diese Pokémon haben wir doch im Schweiße unseres Angesichts trainiert. Bah, euer kleiner Erfolg sei euch gegönnt. Jedes muss ich betonen, dass es zwei von euch gebraucht hat, um das Wasser zu reichen. Euch ist wohl entgangen, dass ihr auch zu zweit seid. Werdet ihr uns endlich das rostige Schwert zurückgeben und damit aufhören, Pokémon zu Dynamax-Mion zu zwingen? Darf ich kurz stören? Entschuldigen Sie, dass ich Gespräche unterbreche. Vorsicht, diese Männer sind gefährlich. Oh nein. Mir scheint, war Ihre Infiltration des Labors erfolgreich. Gute Arbeit. Haben Sie die Wunschsterne? Ja, Meister Schildrich. Sie beide haben mir genügend Zeit verschafft, um alle Wunschsterne zu erbeuten. Da, da, da. Warum dieser verdammte Happy Sound? Hallo, liebe Cloud, uns hier gerade. Moment, was passiert hier gerade? Das können Sie doch nicht tun. Man hat uns hintergangen. Diese Rache ist so süß, dass ich meinen Tee später ohne Zucker trinken kann. Unser Kampf eben war nichts weiter als eine kleine Ablenkung. Der Sieg war bereits unser, bevor ihr eure Pokébälle auch nur in der Hand hattet. Das reinste Kinderspiel. In diesem Sinne, ade. Bleibt gefälligst hier. Warum haben sie das getan? Tut mir leid, Professor Sanya. Sie haben mich also von Anfang an belogen? Mir blieb keine andere Wahl. Nur so konnten wir unseren Plan in die Tat umsetzen. Alles zum Wohl unserer königlichen Blutlinie. Wow, sie rennt jetzt einfach so weg. Sanya, nicht so traurig sein. Willst du mich verarschen? Wow. Hey, wartet, warum geht ihr einfach ohne ein Wort zu sagen?
Naja, du sahst so zerknirscht aus. Wir wollten dir ein bisschen Zeit geben, um das alles zu verarbeiten. Natürlich bin ich zerknirscht. Nicht ist es allein meine Schuld, dass wir so spektakulär ausgetrickst wurden. Ich kann nicht glauben, dass ich mich derart habe reinlegen lassen. Aber jetzt ist nicht Zeit, um Trübsal zu blasen. Also lass es einfach sein. Schluss damit. Diese Typen haben eine riesige Menge Wunschsterne mitgehen lassen. Ich will gar nicht daran denken, was sie damit alles Furchtbares anstellen können. Wie ihr seht, habe ich da absolut keine Zeit für einen Durchhänger. Sanya, du bist echt hart im Nehmen. Es macht mich sehr stolz zu sehen, wie du in so einer Krisensituation einen kühlen Kopf bewahrst. Danke, Oma. Normalerweise braucht es ein starkes Vertrauen zwischen Trainer und Pokémon, um die wahre Kraft des Dynamax-Phänomens zu entfesseln. Aber es wäre gut möglich, dass diese Leute die Gala-Partikel in den Mundstern verwenden, um diese Bedingungen zu umgehen und so eine Dynamax-Version der Pokémon zu erzwingen. Das wäre schrecklich. Schrecklich, wow. Diese Typen haben echt keinen Respekt vor den Pokémon. Jetzt, wo sie so viele Wunschstellen in die Finger bekommen haben, müssen wir damit rechnen, dass sich die Lage erheblich verschlimmert. Aber was erhoffen sie sich davon, Pokémon zur Dynamax-Version zu zwingen? Die Typen haben doch etwas davon Gefahr, dass sie die wahre Natur von Zacian und Zamazenta zum Vorschein bringen wollen. Ich würde auch gerne wissen, was das alles mit der königlichen Blutlinie zu tun hat, die meine ehemalige Assistentin erwähnt hat. Andererseits, vielleicht muss ich gar nicht rätseln und es ist genau das, wonach es klingt. Die wirf mal einen Blick auf deine Karte, schnell. Diesmal schlagen die Detektoren gleichzeitig in 4 Stadien aus. Was? Umgehen den Handeln, ne? Mary, diesmal könnte sie wirklich in Gefahr sein. Aber in Spikeford gibt es doch gar keine Stadien mit Energiequelle. Du machst dir mal wieder unnötige Sorgen. Jetzt, wo du es sagst. Digi, wir dürfen keine Zeit verlieren. Wir müssen sofort los und den Pokémon helfen. Tut mir leid, dass ich euch mit den Dynamax-Pokémon nicht helfen kann. Bitte kümmert euch um sie. Ich versuche derweil rauszufinden, wo sich diese 2 Clowns herumtreiben. Schade, dass man die nicht fangen kann, die Dynamax-Pokémon. Das wäre schon cool. Oh, okay. Warte mal. Fee. Reflex. Ja, aber das machen wir im nächsten Part, Leute. Dann schauen wir nach, wo es hier Probleme gibt. Und zwar hier, hier, hier und hier. Sehr aufschlussreich. Hier, hier, hier und hier. Bis zum nächsten Mal, Leute. Macht's gut. Ciao, ciao.